Hi Leute. Hallöchen Schlingel und hi Zuschauer dieses Kanals. Ich bin Sephiron und ich habe mal wieder keine Ahnung, wie ich dieses Video beginnen soll. Aber ich warne euch vorweg, dieses Video wird vielleicht etwas länger dauern. Ich werde diesmal tatsächlich nicht auf die Uhr gucken und mir mal wieder einfach von der Seele sprechen, was ich schon länger nicht mehr gemacht habe. Aber es ist definitiv an der Zeit, mal ein paar Sachen loszuwerden und euch mitzuteilen. Denn in meinem Leben geht so ziemlich alles momentan... nicht den Bach runter, aber es ändern sich sehr, sehr viele Sachen in meinem Leben, die mich sehr mitnehmen, teilweise. Und dies hat natürlich auch Einfluss auf den Kanal und die Zukunft von uns als Community. Wo beginne ich? Ich bin mir sicher, tut mir leid, ich habe Probleme mit dem Hals die letzten Tage. Ich bin mir sicher, die meisten von euch haben das 10.000 Abonnenten Special gesehen, was ich vor knapp 2 Jahren auf der Gamescom gemacht habe. Und alles, was ich in diesem 10.000 Abonnenten Special gesagt habe, ist heute immer noch zu 100% aktuell. Aber ich habe mich nochmal unglaublich heftig weiterentwickelt. Damals waren es 10.000 Abonnenten, mittlerweile sind es fast 50.000 Abonnenten. Und in meinem Leben ändern sich so viele, viele Sachen. Ich höre gleich auf, um den heißen Brei rumzureden und erzähle euch ein paar Tatsachen. Oder ein paar Fakten oder ein paar Sachen, mit denen ihr was anfangen könnt, aber einfach damit ihr ungefähr versteht, wie es mir geht. Mir geht's gut, by the way, ne? Ist alles cool. Ich bin nur sehr sentimental die letzten Tage, einfach weil ich merke, viel aus meiner Vergangenheit wird jetzt abgeschlossen und ich beginne mehr oder weniger in ein neues Leben, in ein erwachsenes Leben. Und ich möchte euch mehr oder weniger mal wirklich die gesamte Geschichte erzählen, die ich erlebt habe, seit diesem 10.000 Abonnenten-Special. Okay, Leute. Mit knapp 21, 22 Jahren bin ich ausgezogen von zu Hause. Wollte auf eigenen Beinen oder auf eigenen Füßen stehen. Nicht mehr meine Mutter belasten und die auf der Tasche liegen. Hab mir zusammen mit einem Freund, der übrigens immer noch mein Freund ist, eine Wohnung gesucht. Irgendwo weg aus meiner Heimatstadt. Und habe angefangen, YouTube-Videos zu produzieren. Sorry, es tut mir echt leid, ich hab nie Husten. Aber ausgerechnet heute habe ich welchen. Und seit da habe ich einen Job, den ich heute noch habe. Das bedeutet, ich mache jetzt quasi seit 2 Jahren denselben Job. Ich habe keine Ahnung, wie ich das anfangen soll, Leute. Will ich dieses Video neu starten? Nee, scheiß drauf. Nein, ich will es nicht neu starten. Leute, ich bin ausgezogen vor knapp 2 Jahren. Habe mit meinem Kumpel zusammengelebt. Dies hat nicht wirklich funktioniert. Diese Geschichte will ich aber... Ja... Ich glaube, ich habe es in einem Stream mal angeschnitten, aber ich will die jetzt nicht unbedingt erzählen. Es war keine sehr schöne Geschichte. Wir mussten nach 8 Monaten auseinanderziehen. Es hatte ganze
üble Gründe. Dazu mal, ich kam auch von der Gamescom nach Hause letztes Jahr und hatte einen Brief im Postfach, dass ich innerhalb von 8 oder 9 Tagen die Wohnung geräumt haben muss und so weiter. Kennt ihr die Geschichte? Dann bin ich innerhalb von kürzester Zeit umgezogen und habe seit da alles getan, um diesen Kanal und diese Community irgendwie zum Laufen zu bringen. Und ich glaube, es ist mir gelungen. Es ist mir tatsächlich sehr gut gelungen. Natürlich kann man es nicht vergleichen mit anderen YouTubern. Aber für das, was wir hier tun, für das, was wir hier sind, glaube ich, kann ich doch schon recht stolz sein. Leute, vor 2 Jahren hatte ich nicht mal 2000 Abonnenten. Obwohl ich wesentlich mehr Videos hochgeladen habe als da heute. Ich hatte damals schon 1600 Videos oder so. Oder 1300 oder irgendwie sowas. Und jetzt habe ich knapp 2000. Also ich hatte damals schon mehr als die Hälfte meiner jetzigen Videos und trotzdem 2000 Abonnenten, wenn überhaupt. Mittlerweile sind wir 50.000 und es wird sich einiges ändern. Wie gesagt, ich bin ausgezogen, musste dann nochmal umziehen. Bin dann hier in meine jetzige Wohnung eingezogen, die mir übrigens sehr gut gefällt. Und habe jeden Tag, jeden einzelnen Tag gearbeitet. Ich habe jeden Tag gearbeitet, seit ich hier bin. Für die, die meine Situation nicht kennen, ich wohne in der Schweiz. In der Schweiz zahlt man ziemlich viel für Miete, Essen etc. Das kann man sich in Deutschland so gar nicht vorstellen, was man hier für Preise hat. Und da das YouTube-Money international gleich ausgezahlt wird, also ohne Berücksichtigung auf in welchen Ländern man lebt, was natürlich auch gut so ist, verdiene ich natürlich die Hälfte eines deutschen YouTubers, weil in der Schweiz alles doppelt so teuer ist. Das bedeutet, ich habe, um meinen Traum zu leben, um dieses Hobby weiterhin zu machen, Wege gesucht, um irgendwie finanziell erfolgreich zu sein, so damit ich es mir leisten kann, dieses Hobby weiterhin zu machen. Denn so viel Zeit wie in diesem Kanal habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht in irgendwas gesteckt. Weder in Sport, weder in sonst was, was ich über alles liebe. Dieser Kanal ist definitiv das, was in meinem Leben am meisten Zeit und Kreativität erfordert hat. Und ich bin sehr stolz darauf, aber der Fakt ist halt einfach, dass ich mittlerweile 24 bin. In einem Jahr gehe ich auf die 30 zu, Freunde. Stellt euch das mal vor. Ein Level 30 Sephiron. Und ich habe noch nichts erreicht in meinem Leben, außer auf YouTube. Wenn man das was erreicht nennen kann. Und ich muss irgendwo hin oder ich musste irgendwo hin. Deswegen habe ich Tag und Nacht gearbeitet. Ich habe tagsüber von 9 bis 9, also von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends in einem Studio gearbeitet als Trainer. Danach bin ich nach Hause gekommen, habe um 9:30 angefangen aufzunehmen oder Videos zu schneiden bis irgendwie 1, 2. Danach habe ich die Videos rendern lassen, bin ins Bett gegangen, um 6 wieder aufgestanden, um zu gucken, ob die gerenderten Videos fertig sind. Dann habe ich diese hochgeladen, bin nochmal ins Bett bis circa 8. Bin aufgestanden, habe die Videos betitelt, geplant, Thumbnail und dann bin ich zur Arbeit wieder auf 9. Und das ging jetzt Monate oder vielleicht sogar Jahre so. Tatsächlich. Seit ich ausgezogen bin, tue ich genau 2 Sachen. Atmen und arbeiten. Und ich kann mich wirklich nicht beklagen, Leute. Ich verdiene mit 2 Sachen mein Geld, die mich absolut erfüllen. Ich bin Fitnesstrainer. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Und ich bin YouTuber. Und mit diesen beiden Jobs komme ich gerade so über die Runden.
Ich habe immer als Fitnesstrainer gearbeitet, um nebenbei meinen YouTube-Kanal aufzubauen. Um vielleicht irgendwann mal selbstständig sein zu können. Mittlerweile bin ich an einen Punkt angelangt, wo ich mir einfach selbst eingestehen muss, dass das Ganze nicht so funktionieren kann, wie ich mir das vorgestellt habe. Zumindest nicht auf längere Sicht. Ihr habt vorhin gehört, was mein Arbeitspensum ist zurzeit. Und das schon seit, wie gesagt, Monaten, Jahren. Und auch wenn die beiden Sachen, meine beiden Hobbys, die ich zum Beruf gemacht habe, mich total erfüllen und ich diese gerne mache, merke ich einfach, wie ich nicht mehr richtig lebe. Ich arbeite nur noch und ich bin nur mit Projekten beschäftigt. Was kann ich als nächstes tun? Was würden die Schlingel abfeiern, wenn ich bringen würde? Was würde mir Bock machen? Wie könnte man so ein Projekt interessanter und besser gestalten als alle anderen? Und ich bin einfach zum Schluss gekommen, dass es bis hierhin funktioniert hat, aber jetzt ist Schluss. Ich habe in diesen 2 Jahren sehr viel getan und ich habe sehr viel erreicht und ich bin super, super dankbar für alles und für jeden. Dennoch muss sich irgendwas in meinem Leben ändern. Ich habe gemerkt, dass wenn ich zur Arbeit gehe, mich diese Tage, die ich da arbeite, richtig kaputt machen. Wie gesagt, ich gehe am Morgen ins Studio, arbeite bis nachts, schlafe 5-6 Stunden maximal und gehe dann wieder zur Arbeit. Und das Tag für Tag für Tag für Tag für Tag. Und dennoch habe ich nicht die Zeit, so viele YouTube-Videos zu machen, wie ich es gerne möchte. Ich habe euch meine Pläne erzählt. Ich wollte pro Tag ein Pokémon-Video machen, was auch immer. Sei das jetzt Soulink, sei das Nuzlocke, sei das Wi-Fi Battles, sei das Schlingel Battles, sei das VGC, sei das Top 5, egal was. Ein Pokémon-Video pro Tag und ein anderes Video pro Tag. Das bedeutet GTA, Shellshock Live, was auch immer. Und bisher kam ich einfach zu gar nichts. Ich strampel mich hier ab, kotze mir die Lunge aus und ich sehe kein Ziel. Der Kanal wächst okay, nicht gut, aber in Ordnung. Und ich habe einfach das Gefühl, dafür, dass ich so viel Zeit und Mühe investiere, kommt das Nötigste bei raus. Und deswegen musste ich eine Entscheidung treffen. Und ich habe sie getroffen. Ich werde mich in Zukunft oder in den nächsten Monaten, hoffentlich Jahren, komplett selbstständig machen. Das bedeutet, ich werde meinen Job so reduzieren oder vielleicht sogar kündigen. Und bin dann komplett auf YouTube angewiesen. Was sich im ersten Moment sehr, sehr dumm anhört, ist tatsächlich ein Prozess, der sich schon seit Jahren einschleicht. Ihr müsst wissen, ich wollte ursprünglich studieren, hab dann aber schnell gemerkt, es ist nichts für mich. Wollte dann die Aufnahme oder hab die Aufnahmeprüfung für die Polizeischule gemacht, hab diese auch bestanden. Und wollte mich im Endeffekt bewerben, bis ich dann wieder mit YouTube angefangen habe und mit Pokémon und all diesen Sachen, die ihr im 10.000 Abonnenten-Special bereits gehört habt. Und ich wollte dieses Hobby nicht aufgeben. Es war schon immer das, was mich erfüllt hat im Leben. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, meine gleichzeitig absolvierte Ausbildung zum Fitnesstrainer zu nutzen und Teilzeit zu arbeiten, so dass ich YouTube aufbauen kann. Und das
alles läuft darauf hinaus, dass ich mich früher oder später irgendwann ganz selbstständig machen würde. Denn wenn ich für mein Leben lang ein Kellner oder ein Fitnesstrainer bleiben wollen würde, dann könnte ich auch nur den Beruf ausführen und ich würde besser verdienen. Oder ich würde einfach Polizist werden und würde besser verdienen, wenn er versteht, was ich meine. Ich hätte einen 100% Job, ich hätte einen 13. Monatslohn, ich hätte anständige Stundenlöhne oder generell Löhne. Und ich hätte einen 100% Job, so wie jeder andere auch. Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil mir YouTube einfach so unglaublich viel Spaß macht. Und jetzt, wo ich mittlerweile merke, YouTube, Schrägstrich Twitch, Schrägstrich Merchandise, Schrägstrich eurer heftiger Support, trägt mich so weit, dass ich meine Grundbedürfnisse abdecken kann. Irgendwie muss ich die Entscheidung treffen, meinen Job zu kündigen oder auf einen Tag zu reduzieren, damit ich tatsächlich endlich YouTube machen kann. So wie ich mir das immer vorgestellt habe. Ohne irgendwelche Kompromisse. Einfach mal einer Leidenschaft nachgehen und vielleicht etwas Freizeit und etwas Privatleben zurückzugewinnen. Denn was mir ein bisschen die Augen geöffnet hat dieses Jahr, sind zwei Sachen, die ich verpasst habe. Und ich habe euch gesagt in einem Stream, ich bin ein Mensch, ich bereue nichts. Nichts, das ich gemacht habe, denn aus allem lernt man. Ich bereue höchstens Sachen, die ich nicht gemacht habe. Und das ist eine davon. Ihr müsst wissen, ich hatte einen Stiefvater, wenn man das so nennen kann. Über 10 Jahre weg hat er mich großgezogen. Hat sich dann meine Eltern oder meine Mutter und dieser haben sich dann getrennt. Und vor 2 Monaten war ich bei meiner Mutter auf Besuch und habe an ihn gedacht, tatsächlich. Und das Ding ist, er ist schon sehr lange Patient auf der Dialyse. Er hatte eine transplantierte Niere und war sehr krank, auch älter schon. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich möchte ihn auf jeden Fall nochmal besuchen, weil ich ihn schon seit 8-9 Jahren nicht gesehen habe. Und ich weiß, dass es irgendwann halt vorbei sein wird. Und wir haben also ein Datum ausgemacht, wo wir ihn hätten besuchen sollen, vor meiner Arbeit, morgens, irgendwann um 7 oder so. Und ich war mal wieder bis spät nachts beschäftigt mit allem Möglichen. Und an diesem Morgen dachte ich mir so, boah, fuck, Alter, ich bin so am Arsch und ich muss hier noch das Video schneiden und rendern und unbedingt hochladen und alles. Ich gehe ihn einfach nächstes Mal besuchen. Ein andermal. Scheiß drauf. Eine Woche später oder so. Hab meine Mutter abgesagt. Und eine Woche später, als ich meine Mutter wieder gefragt habe, meinte sie, es geht ihm nicht so gut momentan. Ich soll ihn lieber besuchen, wenn er ganz bei Sinnen ist oder beziehungsweise richtig da. Vielleicht kennt ihr das. Wenn jemand im
Spital ist, auf der Intensivstation, möchte die Person euch auch wahrscheinlich lieber sehen, wenn sie richtig bei Bewusstsein ist und wenn es ihr gut geht und nicht, wenn sie in ihren eigenen Exkrementen liegen und keine Ahnung was. Und ich dachte mir, ja gut, okay, cool. Dann in ein paar Tagen oder nächste Woche. Und eine Woche später. Scheiße, Alter. Warum mache ich immer solche Videos? Sorry, Leute. Eine Woche später bekomme ich eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht, wie auch immer, von meiner Mutter, wo sie mir mitgeteilt hat, dass sie gestorben ist. Und ich habe ihn verpasst. Der Mann, der mich 10 Jahre begleitet hat durchs Leben, der mich aufwachsen sehen hat, wegen Arbeit, wegen meinem Willen und meinem Drang, was zu machen, was zu erreichen. Ja. Der eine oder andere von euch hat es wahrscheinlich mitbekommen damals auf Instagram. Das ist noch nicht so lange her. Das war die eine Geschichte. Oder die eine Sache, die mir die Augen geöffnet hat. Die andere Angelegenheit ist folgende. Dass ich einen Menschen oder eine Beziehung zu einem Menschen, den ich eigentlich sehr, sehr gerne habe, sehr vernachlässigt habe. Und unsere Beziehung zueinander, unsere Bindung, kaputt gegangen ist dran. Weil ich mein Ziel im Auge habe und dies mit allen möglichen Mächten umsetzen möchte. Und ich habe einen mir sehr, sehr wichtigen Menschen verloren. Weil ich zu sehr mit Arbeit beschäftigt war. Und da habe ich erkannt, es tut mir leid, Leute, dass ich so langsam rede, aber ich check gerade nicht, was in meinem Kopf geht. Da habe ich erkannt, das sind mir die Augen geöffnet. Ich lebe nicht mehr. Ich arbeite nur noch. Und ich lebe für meine Arbeit und ich blühe darin auf und ich mache sie gerne. Aber der andere Teil fehlt. Und deswegen musste ich die Entscheidung treffen, eins von beiden aufzugeben. Meinen Job oder mein Hobby. Weil es beides einfach nicht geht. Ich habe gemerkt, ich komme nicht mehr damit klar. Und ich habe mich für YouTube entschieden. Für euch.
für all das, was wir in den vergangenen Jahren hier gemacht haben. Denn würde ich mich jetzt gegen das Ganze hier entscheiden, dann würde ich alles verraten, für was ich die letzten Jahre gearbeitet habe. Wie gesagt, ich hätte nach meiner Ausbildung mit 19 einen super Job gehabt. Hätte Geld auf der Seite, hätte ein Auto, hätte vielleicht sogar schon Familie, ich hätte alles. Aber ich habe auf alles verzichtet, auf alles, um dieses Hobby zu machen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde in Zukunft mich versuchen, selbstständig zu machen. Komplett, nicht nur Teil, sondern komplett selbstständig. Mit YouTube und Twitch. Und mit euch. Und ich kann nichts erwarten. Vor allem nicht von euch. Aber ich hoffe, dass die Rechnung aufgeht. Ansonsten wird es eine sehr, sehr ekelhafte Zukunft werden. Zumindest für ein paar Jahre. Ja, das wollte ich euch sagen. Dass ich noch nicht ab sofort, aber ab bald Vollzeit-YouTuber sein werde. Ich werde hoffentlich... Oder ich werde Pokémon genauso wie bisher hochladen. Es ist das Spiel, was mir immer noch am meisten Spaß macht und was mich immer noch am meisten begeistert. Aber ich hoffe endlich, dass ich auch meine anderen Sachen umsetzen kann. Dass wir mal andere Sachen spielen können. Nicht nur in den Streams, sondern vielleicht auch auf YouTube. Und ich hoffe, dass die Streams weiterhin so toll sind. Apropos Streams, da gibt's auch noch eine Kleinigkeit, die ich ändern werde. Ich werde aufgrund der massiven Zuschauerzahl freitagabends den Twitch-Chat vorübergehend auf Sub-Only stellen. Das bedeutet, dass nur Subscriber damit schreiben können. Das hat einfach den Grund, dass bei 1000, 2000 Leuten der Chat einfach nur eskaliert. Vor allem, weil wir da noch auf der Startseite sind und irgendwelche Randoms reinkommen. Und wenn ich da nach Friends-Codes frage, dann ist der Chat einfach nur noch unleserlich und ich hoffe damit einfach wieder ein bisschen mehr Struktur reinzubringen und gleichzeitig die Leute zu unterstützen, beziehungsweise den Leuten zu danken, die mich unterstützen. Denn ab jetzt gilt's ernst. Ich habe keinen Job mehr, auf dem ich mich ausruhen kann, sondern jetzt muss YouTube funktionieren. Und wenn es das nicht tut, dann war's das. Und für die Leute, die mich so massiv supporten, denen möchte ich einfach noch viel mehr zurückgeben in kommender Zeit. Keine Sorge, alle anderen Streams, Mittwoch, Samstag, Sonntag, je nachdem, wann wir halt streamen, vielleicht auch Montag, wenn ich jetzt nicht mehr arbeite, dann. Diese Streams werden alle noch normal bleiben, weil wir da einfach niemals die Zuschauerzahl vom Freitag erreichen. Aber Freitag, wenn wir Pokémon spielen, wird der Twitch-Chat vorübergehend auf Sub-Only gesetzt werden. Ja, Leute, ich werde Vollzeit-YouTuber. Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich sowas sage. Jemals. Niemals. Aber ehrlich gesagt hätte ich auch niemals gedacht, dass wir so eine krasse Community zusammenstellen, auf die Beine bekommen und sowas entstehen wird. Hätte ich nie gedacht. Nie. Und ich möchte es nicht aufgeben. Es ist und bleibt meine Leidenschaft und es macht mich glücklich. Es macht mich unglaublich glücklich und stolz im Leben. Und wenn ich das verlieren würde, dann wäre ich wieder ein sehr, sehr unglücklicher Mensch, wie in meiner Vergangenheit bereits. Und das möchte ich mit allen Mitteln verhindern. Jetzt habe ich aber noch eine kleine Ankündigung für euch. Ich werde nicht nur Gaming-Content weitermachen, nicht nur Pokémon, nicht nur andere Spiele spielen auf diesem Kanal,
Nein. Ich habe noch für euch was in der Hinterhand. Ich habe euch vor circa einer Woche gefragt auf Instagram, wie ihr denn das finden würdet, wenn ich meine Trainingserfolge ein bisschen mit euch teilen würde. Und da sind ganz, ganz, ganz viele Leute eskaliert und meinten, das sei eine saugute Idee, weil ihr euch schon immer sowas gewünscht habt. Und das ist auch so ein Punkt, Leute. Ich habe in diesen 1,5 Jahren, wo ich jetzt YouTube mache, 8 bis 10 Kilo Muskelmasse verloren. Ich war richtig gut in Shape. Mittlerweile bin ich dünn geworden, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte für Sport. Beziehungsweise meine Prioritäten einfach anders gelegen haben. Und deswegen habe ich zusammen mit Krabu uns eine kleine Challenge aufgelegt oder auferlegt, und zwar nennt sich diese Road to Gamescom. Wir werden von jetzt bis zur Gamescom Vollgas geben, trainieren und so viel essen, wie es geht, um auf der Gamescom so fit wie möglich sein zu können. Gamescom ist unsere Deadline. Und dafür haben wir einen eigenen Kanal gemacht und dieser heißt Gym Buddies. In der Beschreibung findet ihr einen Link, der zum Kanal führt und wahrscheinlich auch gleich zum allerersten Video, denn es ist gerade jetzt, wo du dieses Video siehst, ein Video hochgeladen worden auf diesem Kanal, wo wir uns vorstellen und euch circa sagen, wo wir hinwollen mit diesem Kanal. Ich werde es aber auch hier nochmal genauer erläutern, und zwar die Gym Buddies, das sind Krabu und ich. Und auf diesem Kanal wird es Videos geben zur Road to Gamescom. Das ist ein Format, wo wir trainieren und euch dazu animieren und motivieren wollen, mitzumachen, damit wir alle auf der Gamescom so fit und gesund wie möglich sind und einige Erfolge vielleicht schon erzielt haben. Was es darauf geben wird sonst noch, sind Trainingsvideos basierend auf neuesten Studien bzw. meiner Ausbildung. Videos zur Ernährung, ne, wo man aber immer interagieren kann oder interaktiv mitmischen kann. Ne, falls ihr Trainingserfahrungen gemacht habt oder irgendwie was besser wisst als wir, dann dürft ihr uns selbstverständlich korrigieren. Es soll ein Kanal sein, wo Schlingel, die den ganzen Tag vor den Konsolen und vorm PC sitzen, auch mal rauskommen und sich sportlich betätigen und gesund leben und somit gemeinsam wachsen und zu besseren Menschen und zu erfolgreicheren Menschen werden. Es wird Videos geben betreffend Lifestyle. Ich hasse dieses Wort, aber in dieser Rubrik oder in diesen Videos werdet ihr uns, unser Leben als YouTuber und als Sportler sehen. Nicht privat, weil das, wie ich in einem anderen Video gesagt habe, juckt niemanden. Aber als YouTuber und als Sportler kann es schon sehr interessant sein, wie man so lebt. Wer es nicht weiß, Krabu ist Wettkampfathlet im Bodybuilding. Ich bin schon seit ich klein bin Kampfsportler. Und wir sind beste Freunde und wir haben schon zusammen trainiert, jahrelang. Und ich denke, mit meinem fundierten Wissen über Fitness und seiner Erfahrung im Bodybuilding gibt es einen sehr, sehr interessanten Kanal zum Thema Fitness, zum aber auch anderen Sportarten, was auch immer. Aber ich will euch eigentlich gar nicht mehr weiter was vorwegnehmen. Geht auf den Kanal und checkt ihn ab, auf jeden Fall. Auf diesem Kanal werden auch dann Videos kommen, wo ich einfach über mich und mein Leben rede, so wie ich es eben jetzt tue. Und euch vielleicht ein paar Eindrücke aus meinem Leben mit auf den Weg geben kann. So dass ihr vielleicht aus meinen Fehlern lernt. Ja, das war's. Das war das Video.
Mehr habe ich nicht zu sagen. Guckt auf jeden Fall auf dem Kanal vorbei, wenn euch sowas interessiert. Wenn nicht, auch kein Problem. Morgen kommt wieder ein neues Gaming-Video. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal tausendmal bei allen. Die mich und meinen Kanal supportet haben die letzten 2 Jahre. Ich habe letztens eine Top-Donation-Liste auf Twitter veröffentlicht. Auch an die Leute nochmal tausend Dank. Ohne euch ginge das nicht. Definitiv nicht. Und alles, was ich jetzt noch sagen kann, ist, ich hoffe wirklich, dass wir das schaffen. Dass ich das schaffe. Und wieder ein wenig näher zu mir selbst komme. Bis dann, ihr Schlingel.